Weihefest der Lateranbasilika. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Evangelium, heute an diesem besonderen Festtag. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Johannesevangelium. Zu den Taubenhändlern sagte Jesus, schafft das hier weg. Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift, der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Eine Geschichte erzählt von einem jüdischen Rabbi, der im Mittelalter nach Rom reiste. Zu einer Zeit, wo die Päpste mehr feudale politische Herrscher anstatt gute Hirten für die Kirche Christi waren. Er wollte sich vergewissern, dass die Kirche ein Machwerk des Bösen sei. Nach einiger Zeit kehrte er als katholischer Christ nach Hause zurück. Auf die überraschte Frage seiner Freunde, ob er nicht das weltliche Treiben im Vatikan gesehen habe, antwortete er schlicht, ja, das habe ich alles gesehen. Und gerade das hat mich davon überzeugt, dass die Kirche ein Werk des Heiligen Geistes ist und nicht von Menschen. Vom Heiligen Geist, der in ihr wirkt und ihr seit Jahrhunderten Bestand verleiht. Heute feiern wir das Weihefest der Lateranbasilika. Sie ist die älteste Papstkirche. Ihre Anfänge gehen auf das 3. Jahrhundert zurück und führt den Titel Mutter und Haupt aller Kirchen des Erdkreises. Der Jukat erklärt uns unter der Nummer 121, was Kirche eigentlich bedeutet. Wenn wir die Sakramente empfangen und das Wort Gottes hören, ist Christus in uns und wir sind in ihm. Das ist die Kirche. Die enge persönliche Lebensgemeinschaft aller Getauften mit Jesus beschreibt die Heilige Schrift immer in neuen Bildern. Einmal spricht sie vom Volk Gottes, ein anderes Mal von der Braut Christi. Einmal wird die Kirche Mutter genannt. Nie ist die Kirche eine bloße Institution, nie nur Amtskirche, die man von sich wegschieben könnte. Wir werden uns über Fehler und Makel in der Kirche ärgern, aber wir können uns niemals von ihr distanzieren, weil Gott sich für sie unwiderruflich entschieden hat und sich trotz aller Sünden nicht von ihr distanziert. Die Kirche ist Gottes Gegenwart unter uns Menschen. Deshalb müssen wir sie lieben. Und auch zuletzt ein Wort zu den Verwaltern der Kirche, zu den Päpsten. Es hilft nichts, wenn wir über die jeweiligen Päpste schimpfen und sie verurteilen. Mein Bruder erzählte mir einmal, dass er, was sehr selten vorkommt, eine Stimme vernahm, die ihn fragte, wie oft betest du eigentlich für den Papst? Wenig später erhielt er die Antwort, er möge während der Arbeit immer wieder innehalten und ein Stoßgebet für den Papst verrichten. Ich bin davon überzeugt, wenn jeder von uns für den Papst auch nur ein Stoßgebet betet, werden wir uns über die vielen mutigen Beiträge freuen, die dann von ihm ausgehen. Jesus, bitte vergib uns jedes lieblose und verurteilende Wort über den Papst. Segne ihn. Stärke ihn, leite ihn durch deinen Heiligen Geist. Und im Namen in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, dein Erzengel Michael, Gabriel und Raphael und aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes
die Kraft des Heiligen Geistes, dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen, Leiden und Krankheiten heilen und befreien. Wie Gott es gefällt, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zum Ruhme und zur Ehre des Heiligen Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komm herab auf dich, auf deine Familie, auf deine Wohnung und Arbeitsstelle. Bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.